Aber es macht schon etwas aus, wenn bei uns alle 10 Jahre 5.000 Talente das Land verlassen oder jährlich 500 Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler, Juristen und Spezialisten. Ich habe die Zahl bewusst niedriger gehalten, und zwar um einiges. Real könnte es noch viel schlimmer aussehen. Wie gesagt, wir haben die Zahl nicht. 2017 wanderten ca. 1.500 Südtiroler aus und weniger als 100 kehrten heim. Also ich bin da sehr moderat mit diesen Zahlen, die ich nenne. Europa muss hier die Kurve kratzen. Wir haben keine Garantie auf wirtschaftlicher und sozialer Stabilität. Wir haben auch keine Garantie auf Frieden. Wenn die guten Köpfe auswandern und aus den Nicht-EU-Ländern vor allem wenig qualifizierte einwandern, dann schaut's wirklich schwarz aus. Und ich bin jemand, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein positiv eingestellter Mensch. Aber anhand dieser Zahlen, anhand auch dem, was rund um Europa los ist, dann muss ich sagen, aufwachen, meine Herren hier von der Landesregierung und Damen und auch der Rest von der Lega Salvini, jetzt oder halt ohne Vettori, jetzt mit Salvini im Namen, Svelja, muss man hier sagen, entweder wird was gemacht und wirklich auch Aktionen gesetzt, sonst könnt ihr hier den Laden langfristig zusperren. Ihr seid nicht Beamte oder irgendwelche Ressortleiter, ihr seid die Regierung dieses Landes. Als Beamter kann man sagen und als Amtsdirektoren, ehemaliger oder was auch immer, da kann man sagen, ich hätte schon wollen, aber ich habe nicht gedurft. Das kann man dann sagen. Aber als Regierung, da hat man zu handeln und da muss man vorangehen.